die im Fernsehen noch nicht gezeigt werden dürfen. Die Frage ist nur, oder bin ich in dieser Geschichte, ist diese Haltung ein Ausdruck von Meinungs- und Interessensfreiheit, meine Damen und Herren? Es ist nämlich so, dass der Griffin sich mit seinem Auftritt einem breiten Publikum präsentierte, indem er sich den Kopf und Kragen legte. Er faselte von einem harmlosen Kuckucksklan, redete wirklich über den Holocaust und beschimpfte Homosexuelle. Und die Reaktionen in der Bevölkerung nach der Sendung strafen all diejenigen in der Programmredaktion Lügen, die meinen, solche Irren dürfen man nicht einladen. Meine Damen und Herren, man muss sie einladen. Man muss sie einladen, denn wer es nicht tut, der geht damit endlich zur Kenntnis, dass er die Rezipienten, also die Nutzer der jeweiligen Sendung, für unfähig hält, sich eine eigene Meinung über diese Folgen bilden zu können. Ja, die Verantwortlichen in den Redaktionen sprechen den Menschen eine eigene Urteilsfähigkeit ab, was für meine Begriffe nicht hinnehmbar ist. In Deutschland werden rechtsextremistische und oder rechtsradikale Parteien meist erst dann im Fernsehen präsentiert, wenn sie wie hier im Freistaat Sachsen in Parlamente eingezogen sind. Nur, wie wird sie präsentiert? Politisch korrekte Journalisten lassen die Vertreterinnen und Vertreter von Union, SPD, FDP, Grünen und Linken selbst dann, wenn sie massiv an Wählerstimmen verloren haben, hilft und vor allen Dingen anspruchslos ihr Zeug reden. Und dann zum Schluss bei DVO, REPS oder NPD, ist mal Schnurz, die Correctness-Karte zu spielen. Dann reden die Journalisten auf einmal künstlich auf und unterbrechen die Vertreter der braunen Partei nach jedem dritten Wort, anstatt sie reden zu lassen und den Rezipienten so in die Lage zu versetzen, mit eigenen Augen und Ohren zur Kenntnis nehmen zu können, was das für Kleingeister sind. Und welche Kleingeister des Geschwafel diese Typen von sich nehmen. Glaubt euch, meine Damen und Herren, ein solches journalistisches Verhalten nicht. Eher lächerlich, ich gehe einen wesentlichen Schritt weiter. Ein solches Verhalten ist für mich auch ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, weil das Gehabe solcher Journalisten dazu führt, dass sich die Rezipienten ja gar keine Meinung bilden können, weil sie die faule Phase und den Kram eben nicht zu Wort kommen lassen. Meine Damen und Herren, wer mehr als 50 funktionierende Gehirnzellen im Kopf versammelt hat, der wird wissen, wie unerträglich die Parolen der braunen Parteien sind. Ich sage das nicht aus politischer Verdrängtheit heraus, sondern ich sage das aus politischer Demokratie. Im Sinne des Mottos dieser Veranstaltungsreihe, der man nach Adenauer Stiftung es durchaus als seine Pflicht ansieht, Freiheit auch an Parteien haben zu müssen. Doch ist es die Pflicht von Journalisten, auch diese Parteien so zu behandeln, wie sie es mit anderen Parteien tun, und dabei die Rezipienten durch kluge, gut recherchierte und auch investigative Fragen in die Lage zu versetzen, selbst zu erkennen, dass diese Apfels und Schuldenkurs mit ihrem guten Zeug gefährliche Demagogen sind. Viertens, die Verteidigung der Meinungs- und Interessenfreiheit setzt in Redaktionen und Journalisten aus, die voraus, die gut ausgebildet sind. Ich kann an dieser Stelle die problematische Tatsache, dass es sich bei der Bezeichnung Journalist um keinen geschützten Beruf handelt, nicht vertiefen. Also gleich die Zeit hält. Gleichwohl aber gehört zu einer guten Ausbildung, diese etwa in Form eines Volontariats oder eines entsprechenden Studiums, oder aber in der Journalistenausbildung, die sich auch die Konrad-Adenauer-Stiftung anbietet. Es gehört dazu, dass Journalisten in der Ausbildung ihrer Tätigkeit das annehmen, was sie in einer Demokratie nun mal einzunehmen haben. Nämlich eine dienende Funktion. Journalisten haben eine dienende Funktion. Und schon deshalb gibt es die eiserne Regel, dass Nachrichten und Kommentare streng getrennt gehören und der Rezipient genau erkennen kann, ob es sich hier bei dem, was er gerade liest, in die Meinung eines Redakteurs oder ist, also etwas beschrieben wird, was ist, oder ob es sich hier um die Meinung eines Redakteurs handelt, zum Beispiel in einem Kommentar. Es spielt also die Menschen durch Art und Weise der jeweiligen journalistischen Tätigkeit selbst in die Lage zu versetzen, sich eine eigene Meinung bilden zu können. Und im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass Journalisten eben nicht die Aufgabe haben, durch Aufruf
künstliches Gehabe, den Menschen ihr vermeintes Gutsein aufzupropfen. Also in dem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ist mir noch sehr gut in Erinnerung, wie unerträglich aufgebläht die vier Journalisten in dem sogenannten Wahlduell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Frank-Walter Steinmeier präsentieren. So der Ausverkauf des seriösen Journalismus. Von einer von denen, wenn ich ja gerade leider keine Journalistenschule oder unten an zum Wahlkampf fünftens, es gab bis in die 1990er Jahre, einmal eine journalistische Darstellungsform, die bei den Kommentaren anzusiedeln ist, nämlich das Pamphlet. Aber dies ist Opfer geworden eines Journalismus, der sich fernab bewegt der politischen Korrektheit. Pamphlet sind wütende Kommentare, politisch unkorrekt, also die gewisse Dinge auch mit Hilfe einer drastischen Sprache zuspitzen. Ein Pamphlet greift publizistisch an. Da ist von Lumpen und von Abschaum die Rede, von Verbrechen und Scharlatanen. Der Pamphletschreiber polemisiert also, er attackiert, was er des Attackierens für Würde kennt. Doch das Pamphlet gibt es kaum noch. Es ist spätestens in den 1990er Jahren von Publizisten Maxim Müller, der eine feste Kolumne in der Tempo hatte, ein Zeitgeistmagazin in der Zeit las, untergegangen. Was ich zuerst bemerkt habe, ausdrücklich bedauere. Es wurde geopfert einem Wohlfühljournalismus mit seinem Pro und Contra, Für- und Wiederkommentare und seinen niedlichen Kosten. Und dies, weil, wie meine Eingangsbemerkungen, es kaum noch Publizisten gibt, die sagen, was ist, hart, aber fair. Wohltun, aber ähnlich. Merke, auch ein seichter Journalismus kann geeignet sein, in Artikel 5 unseres Grundgesetzes auszudrücken. Sechstens, das Internet bietet neue Herausforderungen, haben das Recht, ich will das nicht so sehr vertiefen, weil wir genügend Zeit haben zur Diskussion, aber in diesem Bereich empfehle ich die durchaus aussagekräftigen Hinweise der Parteien, also fast aller Parteien, die sich also ausführlich in ihren Wahlprogrammen mit diesem Thema beschäftigen und damit zur Kenntnis geben, dass sie das Problem erkannt haben. Dass man sich hier rechtlich wirklich annähern muss an die Problematik des Internets. Wie gesagt, könnte das jetzt tun, aber ich möchte es nicht aus Wahlprogrammen zitieren, wenn Sie mögen, kann man ja alles im Internet finden. Siebtens, Quote, Fernsehen, ist der natürliche Feind von Qualität. Ja, was hat das mit Freiheit und Meinungsfreiheit zu tun? Schauen Sie mal, die Journalisten haben Rechte und Pflichten, die das Bundesverfassungsgericht mehrmals herausgestellt und bekräftigt hat. Rechte bedienen Pflichten umgekehrt. Pflichten, besondere Pflichten des Journalisten sind Prüfung von Wahrheit, Vollständigkeit, Güterabwägung. Letzten Punkt sind die Tore offen, wenn es auch eine andere Güterabwägung vorhaben bei gewissen Strecken. Oder meine Zeit, dass also man so hier dort dran stehen. Wahrheit, Vollständigkeit, und damit wird erreicht, dass die Medien in einer funktionierenden, guten Demokratie ihre Aufgaben überhaupt erfüllen können, die auch aus drei Punkten besteht. Informationsfunktion, Meinungsbildungsfunktion, Kontrollfunktion. Ich möchte mich hier auf die Meinungsbildungsfunktion beschränken. Die Befähigung der Bürger, zu Medien die Aufgabe haben, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu befähigen, eine demokratische Grundordnung dadurch zu festigen und zu unterstützen, indem sie überhaupt mitreden können. Diese Geschichte wird insbesondere durch die Kommentare gewirkt. Menschen haben am Stammtisch, die die Zeitung gelesen haben, können möglicherweise besser mitreden. Sie können vielleicht sagen, ich habe einen Kommentar gelesen, der sagt das und das. Und ihr sagt, ich habe keinen Kommentar gelesen, der hat mich aufgeregt. Völlig egal. Journalisten haben im Moment ihre Meinungsbildungsfunktion erfüllt. Der Kommentar heißt nichts anderes, kommt von Kommentari, das heißt erläutern. Und diese Darstellungsform hilft in dieser Sache den Bürgerinnen und Bürgern eine Urteilsfähigkeit zukommen zu lassen. Zusätzlich zu dem, was sie selber lesen und was sie selber für eine Meinung haben.